Oma Schlingemann, Trainer Schwarz-Weiß-Neuss, aufgestiegen wieder in die erste Bundesliga und dann direkt das Auftaktspiel gegen den deutschen Meister. Ein paar Worte zum Spiel deiner Mannschaft. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meine, dass wir relativ gut gespielt haben. Ja, wir haben die Sache, die wir besprochen haben, haben wir relativ gut ausgeführt. Ich finde, dass wir das Spiel eigentlich selber schenken, die Punkte heute. Wir machen ein paar dumme individuelle Fehler, wadurch die Abstand zwischen Rot-Weiß Köln und uns 3 Tore ist. Und dann weißt du, dann ist es erste Feierabend, das ist fertig dann. Aber ich muss sagen, was ich gesehen habe, auch im Ballbesitz, das Balltempo und auch die Weise, die Art und Weise, wie wir verteidigt haben, das bringt uns ein gutes Gefühl für die kommende Woche. Wir haben natürlich eine ganz neue Mannschaft. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Für ein paar war das die erste Mal Bundesliga oder die erste Mal in Deutschland. Und dann direkt gegen die Meister, was natürlich eine gute Mannschaft ist mit einem guten Trainer. Lass das klar sein. 6-1 finde ich ein bisschen hoch. Wir haben verdient verloren. Aber ich finde, dass wir das auch teilweise selber, unsere selbe Schuld ist. Und morgen müssen wir Krefeld, müssen wir die Dinge, die wir heute falsch gemacht haben, müssen wir nicht mehr machen. Und die Dinge, Sachen, die wir gut gemacht haben heute, müssen wir morgen wieder gut machen. Und dann habe ich ein gutes Gefühl. Vielen Dank auch mal. Wir sind morgen wieder dabei und werden über das Spiel gegen Krefeld auch berichten. Hoffentlich mit 3 Punkten dann. Alles Gute. Danke.